Oder soll ich einen Gruß von Emma Simö aus dem Jenseits ausrichten? Ich weiß nicht, wovon Sie reden, stotterte er. Ich hatte ihn an der Krawatte, bevor er wusste, wie ihm geschah. Hör zu, Sünchen, sagte ich leise, wir verstehen eine Menge Spaß, aber nicht genug, um uns von einem Schmachtlappen deiner Sorte auf den Arm nehmen zu lassen. Das Jüngelchen ging tatsächlich in die Knie, und er heulte wie ein Schlosshund, als er hervorstieß, ich hatte keine Ahnung, wirklich, ich schwöre Ihnen, ich hatte keine Ahnung, was Sie mit Simö vorhatten. Sie sagten mir, Sie wären Konkurrenten von ihm, und aus diesem Grund müssten Sie wissen, welche Pläne er verfolgt. Glauben Sie mir, ich wusste nicht, dass ein Mord verübt werden sollte. Ich zog ihn an den Rockaufschlägen hoch und stellte ihn auf die Füße. Sprechen wir zu Hause darüber weiter. Los, komm mit. Im Hauptquartier nahmen wir ihn uns 2 Stunden lang vor. Seine Geschichte war einfach. Frank Nies war genau das, wonach er aussah, ein Nichtstur. Hin und wieder verkaufte er Staubsauger und andere Küchengeräte an den Türen. Er machte den Hausfrauen Sämtaugen, und sie kauften ihm leicht etwas ab, aber er arbeitete nur sporadisch. Sobald er ein paar Dollar in der Tasche hatte, spielte er den Vorstadt Casanova und verdrehte die Köpfe kleiner Verkäuferinnen. Seine einzige Vorstrafe lautete über 6 Monate wegen einer Anzahlungsunterschlagung für einen Staubsauger. In einer kleinen Bar hatte sich ein Mann an ihn her angemacht, den Nies als schlank, unter Mittelgröße, spärliches, blondes Haar, dunkle Augen beschrieb. Sie hatten über Geschäfte gesprochen. Der Mann hatte sich als Pelzhändler vorgestellt und über die Konkurrenz gestöhnt. Nach einem halben Dutzend Drinks hatte er Nies vorgeschlagen, für ihn ein wenig Geschäftsspionage zu betreiben. Nies sollte herausbekommen, was Simö für Pläne hatte. Bei seinem Aussehen würde es ihm leicht fallen, eine von Simers Angestellten zu beziehen, um alles zu erfahren, was wünschenswert sei. Der Barnachbar bot 500 Dollar für 4 Wochen. Nies schien das viel Geld für wenig Arbeit, und außerdem kam es ihm nicht gerade wie ein Staatsverbrechen vor, geschäftliche Informationen zu beschaffen. Er erhielt 100 Dollar Anzahlung und machte sich an die Arbeit. Schon am nächsten Tag lachte er sich mit aller Routine Miss Caster an. Am selben Abend gab er die erste Erfolgsmeldung an seinen Auftraggeber. Von diesem Tag an kam der angebliche Pelzhändler jeden Abend zu Nies, erkundigte sich nach Neuigkeiten und ließ wöchentlich einen 100-Dollar-Schein da. Als Nies ihm sagte, dass Simö nach Atlanta fahren würde und ihm auch den Zug nennen konnte, erhielt er eine 100-Dollar-Note extra, und die Verbindung wurde gelöst, worauf Nies sich schleunigst von Miss Caster trennte, deren anhimmelnde Verliebtheit ihm schon lange auf die Nerven ging. Als er dann in der Zeitung las, Leonard Simö sei im Zug ermordet worden, bekam er das große Zittern, aber er wagte nicht, zur Polizei zu gehen und seine Story zu erzählen. Nies ganze Art veranlasste uns, seinem Bericht zu glauben. Leider war seine Beschreibung des Mannes aus der Bar kläglich. Wir vertrauten ihn einem Kollegen an, der ihn in den Projektionsraum setzte, um ihm unsere Galerie von Galgenvögeln zu zeigen. Es war inzwischen spät geworden. Ich brachte Phil in seine Wohnung und fuhr dann selbst heim. Gewöhnlich bringe ich den Jaguar in eine Garage, die sich in der Querstraße meines Häuserblocks befindet, aber heute war ich faul. Ich stellte ihn genau vor dem Eingang des Hauses ab, in dem ich wohne, und ging hinauf. Ich hause in der 1. Etage. Sie wissen, ich besitze eine hübsche Bude. Eigentlich ist sie zu groß für einen Junggesellen. Das Wohnzimmer liegt nach vorn hinaus. Den Hut noch auf dem Kopf, ging ich zum Fenster, um es zu öffnen, denn ich bin ein großer Freund frischer Luft.
Als ich die Hand an der Klinke hatte, zerplatzte eine Scheibe in Höhe meiner Brust, etwas wie eine wütende Hornisse summte an mir vorbei. Auf dem Bücherbord an der Stirnwand zerknallte eine Vase, dann erst vernahm ich von der Straße her den Knall des Schusses. Ich ließ mich platt auf den Boden fallen, fischte erst einmal den Revolver aus dem Halfter und hob dann die Nase über das Fensterbord. Nichts, die Straße lag wie ausgestorben. War das Geräusch hastiger Schritte, die in der Ferne verklangen? Hoppla, da brummte ein Wagenmotor auf. Die Karre konnte höchstens 2 Ecken weiter stehen. Das Motorengeräusch entfernte sich rasch. Stern, Stern, Stern. Nachdem wir nun erfahren hatten, auf welche Weise der Täter im Fall Simö herausgefunden hatte, wann sein Opfer mit einem Berg Geld in der Tasche nach Atlanta fuhr, machten wir uns auf die Strümpfe, um festzustellen, ob bei seinem zweiten Opfer, bei Abraham Stoneman, nach der gleichen Methode vorgegangen worden war. Stonemans Laden war nach seinem Tod nicht eingegangen. Er hatte einen Neffen, der in seinem Geschäft arbeitete und nun das Unternehmen geerbt hatte. Will Stoneman empfing uns sofort, als wir uns anmeldeten. Wir setzten ihm unsere Wünsche auseinander. Selbstverständlich können Sie sich meine Angestellten vornehmen, erklärte er, aber ich glaube nicht, dass Sie viel Erfolg haben werden. Mein Onkel pflegte seine Entschlüsse ziemlich plötzlich zu fassen. Er sagte selbst mir erst am Morgen des Tages, dass er am Abend reisen werde. Das ist allerdings zu kurz für einen Ihrer Leute, um diese Mitteilung noch weiterzugeben. Schade, aber auf irgendeine Weise muss der Mörder erfahren haben, dass Abraham Stoneman mit Geld unterwegs war. Der Neffe sah angestrengt auf die Tischplatte. Er könnte es von meinem Onkel selbst erfahren haben, sagte er leise. Sie meinen, Ihr Onkel könnte einem Mann von seiner geplanten Reise Mitteilung gemacht haben? Einem Mann nicht, aber einer Frau. Stoneman nickte. Ihr Onkel ist von 2 wuchtigen Messerstichen getötet worden, Emma Stoneman, Messerstichen, für die eine Frau nicht genug Kraft haben dürfte. Außerdem benutzen Frauen selten Messer zu morden. Sie nehmen Gift, Revolver, aber fast nie Messer. Es gibt in der ganzen Kriminalgeschichte keine 2 Dutzend Messermorde von Frauen. Nein, ich glaube auch nicht, dass eine Frau ihn getötet hat, sagte Stoneman, aber sie könnte die Information über die Reise an seinen späteren Mörder weitergegeben haben. Um es kurz zu machen, Emma Cotton. Für eine Fahrt meines Onkels bestanden keine geschäftlichen Gründe, obwohl er auch mir gegenüber behauptete, er müsse in Chicago dringende Geschäfte abwickeln. Ich bin der Überzeugung, dass mein Onkel die Absicht hatte, eine Vergnügungsreise zu machen, und zwar mit einer Dame. Die Aussagen des Zugpersonals haben einwandfrei ergeben, dass Abraham Stoneman allein in seinem Abteil war und dass er während der ganzen Fahrt mit niemandem sprach. Wahrscheinlich sollte die Dame irgendwo zusteigen, vielleicht waren sie in Chicago verabredet. Hören Sie, Emma Cotton, mein Onkel war für weibliche Schönheit durchaus empfänglich. Zwar benahm er sich wie ein eingefleischter Junggeselle und ließ auch mich nicht an seinem Privatleben teilhaben, aber ich habe gute Gründe anzunehmen, dass er mindestens 14 Tage vor seinem Tod eine höchst erfreuliche Bekanntschaft machte. Woraus schließen Sie das? Stoneman musste lächeln. Nun, er war plötzlich ausgesucht guter Laune, was man sonst von ihm nicht immer behaupten konnte. Ich nahm mir eine neue Zigarette. Gibt's keine Chance herauszubekommen, ob Ihre Vermutung stimmt? Er zuckte mit den Schultern. Schwerlich. Onkel Abraham ließ, wie ich schon sagte, niemanden in seine private Sphäre eindringen. Sie können es mal bei seiner Haushälterin versuchen. Wir versuchten das, aber alles, was wir erfuhren, war die Tatsache,
dass Thunmann in der Zeit vor seinem Tod ungewöhnlich oft ausgegangen war. Dass er sich zu diesen abendlichen Unternehmungen sorgfältig anzog, sprach nur für die Vermutung seines Neffen. In einem Drugstore setzte ich viel nach der Vernehmung der Haushälterin meine Meinung auseinander. Wir wissen in zwei Fällen genau, dass der Mörder seine Opfer sorgfältig über Wochen hinweg beobachten ließ, bis er erfuhr, dass sie sich mit Geld in die Eisenbahn setzten. Im Fall Thunmann ist das Opfer sogar aufgefordert worden, die Reise zu machen. Das bedeutet, dass die Frau, die sich an den Mann heranbirskte, in viel engerem Kontakt zu dem Mörder stehen muss als Edwanis, der nur die Rolle eines kläglichen Handlangers spielte. Phil, ich will wissen, wie es bei Francis Morgan war. Wir fahren nach Los Angeles. Wir erwischten ein Flugzeug, das gegen Mittag startete. Francis Morgans Laden war ebenfalls geschlossen, aber wir fanden heraus, dass er einen Angestellten gehabt hatte. Der Mann hatte inzwischen eine Anstellung in einem anderen Juwelierladen gefunden, und wir interviewten ihn dort. Ich platzte mit der Tür ins Haus. Hat Ihr Chef in letzter Zeit, kurz vor seinem Tode, Bekanntschaft mit einer Dame geschlossen? Ja, antwortete er klipp und klar. Hinter mir pfiff Phil melodisch. Bitte berichten Sie. Was der Mann erzählte, hörte sich an wie eine alltägliche Geschichte. Genau 8 Tage vor der verhängnisvollen Reise war am Morgen kurz nach Geschäftseröffnung eine Frau in den Juwelierladen gekommen und hatte nach einem Tourmalinring gefragt. Ursprünglich hatte der Gehilfe die Frau bedient, aber dann war Morgan aufgetaucht und hatte sich galant der Dame angenommen, obwohl er sich sonst für Kunden, die weniger als ein karätige Brillanten haben wollten, nicht interessierte. Die vorgelegten Ringe gefielen der Unbekannten nicht, worauf Morgan sich erbot, bis zum Nachmittag noch weitere Exemplare zu beschaffen. Der Gehilfe erinnerte sich genau, dass die Dame daraufhin sagte, sehr nett von Ihnen, aber ich habe eine Verabredung am Nachmittag, die sicherlich bis ungefähr 8 Uhr dauert. Dann ist Ihr Geschäft geschlossen. Morgan antwortete, ich bringe die Steine gerne an jeden beliebigen Ort, den Sie bestimmen. Der Gehilfe seufzte schon bei dem Gedanken, dass er Überstunden machen müsste, denn die Frau erklärte, dass sie um 8 Uhr abends in einem bestimmten Lokal zu Abend essen würde. Morgan versprach, dass ihr die Ringe dort gezeigt würden. Bei Geschäftsschluss dürfte der Gehilfe nach Hause gehen. Morgan überbrachte die Ringe selbstständig. Ob er die Frau danach noch getroffen hatte, konnte sein Angestellter nicht sagen. Wie sah die Frau aus? Beachtlich. Schwarzes Haar, graue Augen, dunkler Teint, stark geschminkt. Als wir auf der Straße standen, sagte Phil traurig, es gibt so viele hübsche schwarzhaarige Frauen in Amerika. Einerlei, sagte ich. Wir fliegen nach New York zurück, erkündigen uns, ob Nies endlich seinen Mann gefunden hat, und fahren dann nach Chicago und von dort aus nach Frisco. Ich will wissen, ob bei den Morden an John Smith und Aswell Boone auch eine Frau eine Rolle gespielt hat. Am anderen Tag erreichten wir New York am Abend um 8 Uhr. Wir fuhren ins Hauptquartier. Nies saß noch im Kittchen, weil der Untersuchungsrichter den Verdacht auf Mittäterschaft für begründet hielt. Er hatte sich sämtliche Galgenvögelgesichter angesehen, die wir in der Kartei hatten, aber sein Auftraggeber war nicht darunter. Wenigstens behauptete er das. Ich fand einen ganzen Stoßpost mit Nachrichten von Chester Röd über den Verlauf der Untersuchungen, die er hatte durchführen lassen. Ich stopfte sie in eine Aktenmappe und rief beim Flughafen an. Die nächste Maschine nach Chicago ging erst morgens um 4. Nehmen wir den Intercontinental, schlug Phil vor. Er fährt eine Stunde vor Mitternacht. Wir sind praktisch um dieselbe Zeit in Chicago wie mit der 4-Uhr-Maschine und können unterwegs schlafen.
Ich habe mir geschworen, diesen Zug nie wieder in meinem Leben zu benutzen, erklärte ich, aber dann fuhren wir doch zum Bahnhof. Zufällig war es der Zugführer, mit dem ich während der 6 Wochen oft genug gereist war. Klar, dass wir unter diesen Umständen 2 gute Einzelabteile bekamen. Als wir die letzten Häuser New Yorks hinter uns ließen, lag ich schon im Bett. Das monotone Donnern der Räder wirkte wie ein prima Schlaflied. Im Handumdrehen war ich weg. Wach wurde ich davon, dass es dumpf gegen meine Tür polterte. Wenn ich sage, dass ich wach wurde, dann meine ich auch wach. In der Zeit, in der andere Leute gähnen, war ich schon aus dem Bett, hatte den Revolver aus der Halfter am Haken gerissen und schlich auf nackten Füßen zur Tür. Ein Griff an das simple Drehschloss, ein Ruck, und die Tür flog auf, während ich 2 Schritt zurücksprang. Vor meiner Kabinentür im Gang stand ein großer Mann, oder richtiger gesagt, er schien dagegen gelehnt worden zu sein. Jetzt, da er die Stütze verlor, neigte sich sein Körper langsam unter der eigenen Schwere. Wie ein stürzender Baum fiel er nach vorn in mein Abteil hinein. Stern, Stern, Stern. Ich starrte noch auf meinen reglosen Besuch, als Phil fröhlich grinsend im Schlafanzug, aber seine Kanone in der Hand hereinkam. Fall nicht in Ohnmacht, Jerry, sagte er freundlich. Dieser Herr ist nicht tot. Ich erlaubte mir, ihm einen Klaps auf den Hinterkopf zu versetzen, als ich ihn dabei überraschte, wie er deine Tür öffnen wollte. Danke schön, aber warum schlägst du meine Besucher? Wenn er einen Blumenstrauß in der Hand getragen hätte, hätte ich es sicherlich nicht getan, aber er trug das da bei sich. Er schob mit dem Fuß einen Gegenstand von der Schwelle ins Zimmer, einen schweren Revolver. Ich hob die Waffe an der Mündung auf und sah sie mir an. Sie war genau von der Sorte, aus der die Kugel in meine Wohnung abgefeuert worden sein konnte. Fass an. Ziehen wir ihn ganz hinein. Bin gespannt, was er uns zu erzählen hat, wenn er seine 5 Sinne wiederfindet. Phil schloss die Tür, während ich die Taschen des Burschen visitierte. Ich fand $500 und einen Führerschein auf den Namen Salzbecker, ausgestellt von der Behörde in Boston. Wir setzten uns auf mein Bett und warteten darauf, dass Salz zu Verstand kam. Phil berichtete, flüsternd, dass er wach geworden war, als der Zug in Pittsburgh hielt, aber nicht wieder einschlafen konnte, dann Schritte hörte, die vor unserer Kabinentür stoppten, aufstand, vorsichtig seine Tür öffnete und den Mann dabei überraschte, wie er bei mir einzudringen versuchte. Die Waffe in seiner Hand ließ keinen Zweifel über seine Absichten, und Phil schlug ihm kurz entschlossen den Revolver über den Schädel. Er sackte gegen die Tür, und als ich sie wenige Sekunden später aufriss, fiel er mir entgegen. Phil war mit seinem knappen Bericht kaum fertig, als Salzbecker sich zu regen begann. Erst zuckte er ein wenig mit den Armen, dann stieß er ein kräftiges Stöhnen aus, wälzte sich auf die Seite und fasste leise fluchend an seinen Hinterkopf. Sein Blick fiel auf unsere Schlafanzugbeine. Er ließ die Augen aufwärts wandern. Sein Blick blieb an unseren Gesichtern hängen. Wir sahen ihn aufmerksam und ausdruckslos an. Er war noch ein junger Kerl mit einem hübschen, aber brutalen Gesicht. Sein kurz geschnittenes schwarzes Haar fiel ihm mit ein paar glänzenden Strähnen ins Gesicht. Hallo, Revolverheld, sagte ich. Er verlegte sich 2 Sekunden lang aufs Lügen. Wo bin ich, stotterte er. Was wollen Sie von mir? Ich hielt ihm seinen Revolver unter die Nase. Lass doch den Unsinn, Revolverheld, sagte ich freundlich. Ich habe noch die Kugel, die du mir in die Wohnung geschickt hast. Du weißt doch, dass es Methoden gibt, mit absoluter Sicherheit zu beweisen, dass jene Kugel aus diesem Revolver stammt. Ich wog die Knarre in der Hand.
Keine Chance für dich, dem Richter etwas vorzuflunkern. Er starrte uns wütend an. Phil steckte ihm eine Zigarette zwischen die Lippen. Er richtete sich ganz auf, so dass er jetzt auf der Erde saß. Ich gab ihm Feuer. Nett, wie wir dich behandeln, nicht wahr? Fragte ich. Aber das hört auf, wenn du wieder zu lügen anfängst. Hier auf der Strecke sind in den letzten Wochen 2 Morde begangen worden. Dazu kommen noch 3 Morde in anderen Zügen. Wie viele davon gehen auf dein Konto? Keiner, antwortete er finster. Revolverheld, sagte ich mit leiser Warnung in der Stimme, lüge nicht leichtsinnig. Natürlich haben wir die Kugel von den Leuten, die daran starben. Sie brauchen nur aus deiner Kanone zu stammen, und du bist fällig. Ich war's nicht, brummte er noch einmal. Er sah vor sich hin auf den Boden. Plötzlich riss er den Kopf hoch. Sein Gesicht war ganz verändert. Panische Angst und grässliches Entsetzen standen darin. Seine Stimme schlug um, wurde hell und gellend, als er hastig schrie, damit habe ich nichts zu tun. Aber ich erhielt die Waffe von dem Mann, der mir auftrug, sie zu erledigen, und wenn er vorher mit diesem Schießeisen die Morde beging, von denen Sie sprechen, dann schieben Sie es mir in die Schuhe. Er heulte auf. Das war ein Trick von dem verdammten Hund. Ich soll für ihn den Kopf hinhalten. Schrei nicht so, fuhr ich ihn an. Er klappte gehorsam das Maul zu. Na, nun erzähle uns mal hübsch der Reihe nach dein Märchen, und wir sagen dir dann hinterher, ob es uns gefallen hat oder nicht. Ich sage Ihnen, das war vielleicht ein unsympathischer Typ, der da vor uns auf dem Boden hockte. Ein Bursche, der für Geld alles machte. Wie ein Zuchthaus von innen aussah, das wusste er genau. Er hatte für ein paar Gangsterbosse gearbeitet, und wenn Leute einen Handlanger suchten, dem es auf nichts ankam, dann war Salzbecker, Boston, die richtige Adresse für sie. So interessant sie war, im Augenblick interessierte uns die Laufbahn des Revolverhelden nur von dem Zeitpunkt an, da er gegen mich eingesetzt wurde. Eines Tages, dem Datum nach 2 Tage nach dem Mord an Aswell Boone, suchte ihn ein Mann in seiner Stammkneipe in Boston auf und charterte ihn für den Job, einen Mann, nämlich mich, dort zu erledigen, wo immer sich die Gelegenheit bot. Den Mann erkannten wir nach der Beschreibung des käuflichen Totschlägers leicht wieder. Es handelte sich um denselben schlanken Burschen mit spärlichem blondem Haar, der auch Frank Nies für das wahrhaft harmlosere Geschäft engagiert hatte, sie mehr Sekretärin in Glut zu versetzen. Als Becker erfuhr, dass er einen G-Mann killen sollte, verlangte er die doppelte Taxe, was wir als sehr schmeichelhaft empfanden. Sein Auftraggeber fuhr ihn im Wagen nach New York, stellte sich gegenüber dem Hauptquartier auf, wartete, bis Phil und ich herauskamen, und zeigte ihm in meiner werten Person den Gegenstand, der ihm als Zielscheibe dienen sollte. Daraufhin wurde er in ein gemietetes Zimmer gefahren, bekam die Kanone in die Hand gedrückt, dazu eine erste Anzahlung von $1000 und den Auftrag, sich nicht zu rühren, bis er abgeholt würde. Der Arbeitgeber holte ihn dann an jenem Abend, an dem wir Frank Nies verhafteten, stellte ihn meiner Wohnung gegenüber ins Gebüsch, parkte einen Wagen 2 Ecken weiter und sagte ihm, er sollte mich auslöschen, sobald ich ins Haus wollte. Das klappte wegen meines geparkten Jaguar nicht, und der gedungene Mörder versuchte es, als ich am Fenster erschien. Er rannte weg, als er vorbeischoss, und fuhr zu seinem Zimmer zurück. Sein Manager erschien am nächsten Tag und war nicht zufrieden. Inzwischen flogen wir nach Los Angeles, und Becker wurde vorübergehend beschäftigungslos. Der letzte Akt spielte sich dann so ab, dass Becker gegen Mittag alarmiert wurde. Der schmale Blonde tauchte wieder bei ihm auf, sagte, ich sei zurück, und jetzt dürfte ich nicht entwischen.
Sie warteten in einem Wagen vor dem Distriktbüro, bis wir es verließen, und folgten uns auf Schritt und Tritt, bis wir uns zum Bahnhof begaben. Er hat ganz nahe hinter ihnen gestanden, als sie die Fahrkarte lösten, sagte Becker. Er ging dann zu mir zurück, gab mir ebenfalls einen Fahrschein und sagte, dass sie nach Chicago führen. Sie würden sicherlich eine Einzelkabine nehmen. Ich solle sie hinter Pittsburgh umlegen, in Kosch aussteigen und mit dem nächsten Zug morgens um 6 Uhr nach Chicago weiterfahren. Er würde sich in diesem Zug befinden. Wenn es geklappt hätte, erhielte ich den Rest, noch einmal $1000, und dann könnte ich mich nach Boston trollen. Das ist alles, Emma Gimann. Geben Sie mir noch eine Zigarette. Phil tat es. Du hast einen Fall vergessen, sagte ich, während ich ihm Feuer gab. Du hast schon in der 88 Straße versucht, mich umzulegen. No, das war ich nicht. Ich hab's nur in ihrer Wohnung versucht. Wenn man bedenkt, was für eine Nummer er war, verdiente er es natürlich nicht, dass wir so nett mit ihm umgingen, aber wenn es uns weiterhalf, dann war ich auch bereit, mit dem Teufel persönlich freundlich zu reden. Hattest du keine Angst, dass dein Auftraggeber dich verschaukelt und nicht daran denkt, dir den Rest zu zahlen? Er zeigte ein schwaches Grinsen. Ich glaube nicht, dass er es wagt. Mein Junge, da kennst du den Mann schlecht. Der wagt noch ganz andere Sachen, als einen schäbigen Revolverhelden um seinen Henkerslohn zu begaunern. Pass auf, wir geben dir eine Chance, vor dem Richter einen guten Eindruck zu machen. Nimm an, du hättest es geschafft, und ich wäre tot. Du tust genau das, was dir aufgetragen worden ist. Du steigst in Kosch aus und kümmerst dich um nichts. Du nimmst den Zug nach Chicago und suchst deinen Auftraggeber. Den Rest lass unsere Sorge sein. Einverstanden. Er nickte schwer. Ich schüttelte die Kugeln aus dem Revolver und gab ihm das Ding zurück. Da, für den Fall, dass dein Freund danach fragt. Und jetzt rück mal ein wenig zur Seite. Wir müssen uns anziehen. Wo sind wir überhaupt, Phil? Noch eine halbe Stunde bis nach Kosch. Als der Intercontinental kurz nach 4 Uhr morgens in den nächtlich leeren Bahnhof von Kosch einlief und vor dem Bahnsteig 2 hielt, stiegen nur 7 Leute aus, unter ihnen Salzbecker. Phil und ich waren nicht unter den Aussteigenden, wenigstens nicht nach der offiziellen Seite. Wir sprangen nach der anderen Seite aus dem Express, rannten über Gleis 3 und liefen die Treppe zum Ausgang hinunter. Natürlich konnte Becker während dieser einen Minute zu türmen versuchen, aber seine Chancen in dem relativ kleinen Kosch waren schlecht. Außerdem hatten wir ihm gesagt, dass einer von uns am Fenster bleiben und ihm eine Kugel nachsenden werde, sobald er versuchen würde, sich in Trab zu setzen. Artig kam er inmitten der anderen Reisenden am Ausgang an, als wir schon Deckung hinter dem Nachlöseschalter gefunden hatten. Wir hielten das Aussteigen nach der falschen Seite für notwendig, falls der Strolch schon hier erwartet wurde. Wir sahen, wie er zum Speisesaal ging. Nachdem die Reisenden aus dem Intercontinental die Halle verlassen hatten, befand sich niemand mehr darin außer einem gähnenden Bahnbeamten und einem Landstreicher. Phil hielt den Eingang zum Wartesaal im Auge, während ich in das Büro des Bahnhofvorstehers stiefelte. Ich hielt ihm meinen Ausweis unter die Nase und setzte ihm auseinander, dass sich hier einiges ereignen würde, worüber er sich aber keine Gedanken zu machen brauchte, da der Zugverkehr davon nicht berührt würde. Dann telefonierte ich mit der Polizei. Ich brauche 2 Kriminalbeamte in Zivil, sagte ich, nachdem ich mich vorgestellt hatte. Schicken Sie Ihre besten Leute zum Bahnhof, in das Büro des Chefs. Es schadet nichts, wenn sie sich so herrichten, dass man sie für Reisende halten könnte.
Ich warte hier. 20 Minuten später erschienen zwei Leute, kräftige, untersetzte Gestalten. Es schienen geschickte Jungen zu sein, denn sie trafen in Abständen von ein paar Minuten ein, und der eine trug einen Koffer, der andere zwei Aktentaschen. Sie nannten ihre Namen und fragten, was zu tun sei. Salzbecker, ein Gangster, ist der Bursche, den sie nicht aus den Augen lassen dürfen, ein großer, junger schwarzhaariger Kerl. Sie erkennen ihn sofort. Er besteigt um 6 Uhr den Frühzug nach Chicago. Sobald er im Zug ist, ist der Fall für euch erledigt. Hier, der Stationsvorsteher wird euch 2 Fahrkarten geben, damit nichts an der Echtheit fehlt. Gehen Sie nicht gleichzeitig in den Warteraum. Sie erhielten die Fahrkarten und verkrümelten sich in Abständen. Phil konnte seinen Posten verlassen. ... Der 6 Uhr Zug von New York nach Chicago ist ein gewöhnlicher D-Zug. Salzbecker ging früh auf den Bahnhof. Seine beiden Schatten folgten ihm in der entsprechend vorsichtigen Weise. Als der Zug einlief, hatten sich nicht wenige Reisende versammelt. Becker stieg in einen der letzten Waggons. Einer der Kriminalbeamten drängte sich unmittelbar nach ihm durch den Einstieg, der andere benutzte die nächste Tür. Der Lautsprecher blökte: Vorsicht! Zurücktreten! Zug fährt ab! Die Lokomotive pfiff, ruckte an, rollte. So, sagte ich zu Phil, sobald der Zug fuhr, es kann losgehen. Wie bitte? Ach so, Sie wollen wissen, wie wir in den Zug gekommen sind. Sie kennen doch die großen Blechkästen, in denen die Post ihre Pakete per Bahn befördert. Die Blechkästen werden mit einem Hubstapler in den ersten Waggon, den Postbahnwagen, gehoben. Für einen Mann ist Platz genug in einem solchen Ding, und Phil und ich hatten je eins für uns beschlagnahmt. Über uns lagen zur Tarnung ein paar leichte Pakete, und so gelangten wir ungesehen in den Zug. Wir mussten ja damit rechnen, dass Beckers Auftraggeber am Fenster stand, und wenn er den toten Jerry Cotton hätte einsteigen sehen, dann wäre unser schöner Plan geplatzt. Die Postbeamten in dem PAKET-Wagen staunten nicht schlecht, als wir aus den Transportkästen krabbelten. Nur Ruhe, Freunde, sagte ich. Das ist kein neuer Posträuber, sondern wir möchten nur einen guten Freund überraschen. Schließt mal die Verbindungstür zum Zug auf. Eine Minute später standen wir auf dem Gang des ersten Wagens. Ich sah, wie Phil unter die Achsel griff, um zu prüfen, wie locker der Revolver saß. Langsam schlenderten wir den Gang entlang und warfen einen Blick in jedes Abteil, in dem die Leute teils noch schliefen. Ungefähr in der Mitte entdeckte ich einen Kriminalisten aus Kosch. Ich schob die Tür auf. Er erhob sich, kam zu mir und flüsterte, er sitzt 4 Abteile weiter allein mit einem Mann. Mein Kollege sitzt in dem Abteil dahinter. Dann setzte er sich wieder. Ich zog die Schiebetür zu. 4 Abteile, sagte ich zu Philosophie, geh bis ans Ende des Waggons, damit wir ihn notfalls in die Zange nehmen können. Ich gehe zurück. Vorn stehen 2 Leute auf dem Gang. Sie müssen in die Abteile, damit es kein Unglück gibt, falls geschossen werden sollte. Zeig den Rücken, wenn du an seinem Abteil vorbeigehst. Phil nickte und schob sich vorwärts. Ich ging zurück. Die beiden Leute auf dem Gang waren ein Mann und eine Frau. Gehen Sie bitte in Ihre Abteile, forderte ich sie auf. Warum? Fragte der Mann stirnrunzelnd. Ich zeigte den Ausweis. FBI. Fragen Sie nicht groß. Es ist besser. Sie erschraken und gingen sofort. Ich drehte mich um, legte die rechte an den Griff des Revolvers in der Halfter. Es war soweit. Am Ende des Waggons stand Phil,
ebenfalls eine Hand in der Brusttasche versenkt. Ich nickte ihm zu und setzte mich in Bewegung. Ich hatte kaum zwei Schritte getan, als in der Wagenmitte eine Tür aufgeschoben wurde. Sekundenlang dachte ich, dass irgendein harmloser Passagier herauskäme, aber dann war es ein schmaler Mann mit spärlichem blondem Haar. Er sah mich. In seinem Gesicht malte sich erst Staunen, dann maßlose Wut. Seine Hand fuhr in das Innere seines Jacketts. Ich hörte seine Stimme gellen, du Hund. Ich rannte. Runter mit der Hand, schrie ich. Er hörte nicht. Er hatte den Revolver schon herausgerissen und zog durch. Ich warf mich platt auf den Bauch. Er machte eine halbe Drehung und feuerte in sein Abteil. Ich zog meinerseits durch. Auch Phils Revolver knallte. Der Körper des Blonden zuckte hoch. Er taumelte vorwärts, fiel gegen das Flurfenster und knickte in die Knie. Aus seiner Waffe löste sich noch ein Schuss. Dann fiel er nach vorn aufs Gesicht. Phil war früher bei ihm als ich. Er drehte ihn auf den Rücken. Er lebte noch, aber es sah nicht so aus, als würde er davon kommen. Ich ging ins Abteil hinein. Salzbecker saß auf dem Polster, hielt die Augen geschlossen und presste beide Hände flach gegen den Leib. Sein Gesicht war gelblich blass. Ich berührte seine Schulter. Was abgekriegt, Revolverheld? Fragte ich. Er ließ die Arme fallen, krümmte sich ein wenig, dann rollte er vom Polster herunter vor meine Füße. Er war tot. Sie können sich denken, was in dem Zug nach dem Schießen los war. Das Zugpersonal hatte alle Mühe, die Leute zur Ruhe zu bringen. Mit aller Vorsicht legten wir den Angeschossenen auf das Polster seines Abteils. Es sah böse aus. Phil hatte ihn getroffen und auch ich. Wir verbanden ihn, so gut es ging, mit Hilfe der Zugapotheke, veranlassten, dass der Zugführer dem nächsten Bahnhof telegrafierte, damit ein Krankenwagen bereit stand. Die nächste Station hieß Lieckfield. 20 Minuten nach den Schüssen wurde der immer noch ohnmächtige Blonde auf einer Trage von zwei Krankenwärtern in ein Auto verfrachtet und unter Sirenengeheul ins nächste Krankenhaus transportiert. Phil und ich fuhren in einem Taxi hinterher. Seine Sachen nahmen wir mit. Salzbecker wurde von einem Leichenwagen geholt. Ich sprach zwei Worte mit dem Arzt, bevor er sich um den Verwundeten kümmerte. Sehen Sie zu, dass Sie ihn durchbekommen, Doc. Es ist ein Mitglied der Bande, die die Eisenbahnmorde verübt hat. Ich tue, was ich kann, antwortete der Arzt. Zwei Stunden später starb der Blonde.